Heute beim elektrischen Reporter: Kleingeld, Sexarbeiter und Analphabeten. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Lieber Kleingeld als kein Geld, kahlauert der Volksmund und könnte damit bald völlig daneben liegen. Denn einige Zeitgenossen überlegen ernsthaft, wie man das Bargeld ganz abschaffen könnte, wie unser erster Beitrag zeigt. Das Bargeld abschaffen. Weg mit Münzen und Scheinen. Diese Forderung stammt nicht etwa von ein paar wirren Weltfremden, sondern vom Volkswirt und Wirtschaftsweisen Peter Bofinger. Bei den heutigen technischen Möglichkeiten sind Münzen und Geldscheine tatsächlich ein Anachronismus, sagt Bofinger dem Spiegel und fordert die Bundesregierung im Interview auf, sich für die Abschaffung des Papiergeldes einzusetzen. Der Mediendesigner Tobias König aus Düsseldorf findet diese Idee prima. Denn König hat einen Traum. Wenn er das Haus verlässt, nur noch sein Telefon mitnehmen zu müssen. Ein Geldbeutel mit gravierten Metallscheiben und mit bedrucktem Papier herumtragen, für ihn eine Zumutung aus dem Mittelalter. Im Supermarkt bar bezahlen, reine Zeitverschwendung. Ich mag es nicht zu warten. Also ich finde es fast unverschämt, wenn man an einer Supermarktkasse mehr als 3 Minuten wartet. Wenn ich in einem Supermarkt stehe und jemand kauft für 39 Cent einen Toast und dann fängt er an, jeden Cent einzeln rauszusuchen, dann weiß ich nicht, dann dauert das ja unter Umständen mehrere Minuten. Tobias König reicht es eben nicht, beim Discounter mit EC-Karte bezahlen zu können. Wie in anderen Ländern auch, möchte er sein Smartphone als virtuellen Geldbeutel benutzen. Mit Nahfeldkommunikation, kurz NFC, und per App ist das technisch auch problemlos möglich. Einfach das Telefon in einigen Zentimetern Entfernung an ein Lesegerät halten, fertig. Aber wenn König tatsächlich einmal ein Geschäft findet, das diese Bezahlmethoden anbietet, scheitert er zu oft an anderen Dingen. Eine Supermarktkette Netto hat zum Beispiel mal eine Zeit ein Bezahlsystem über das Telefon. Da muss man einen Code sagen, der wird dann eingegeben und dann kann man bezahlen. Die Mitarbeiter wussten das nicht und sie haben einen darum gebeten, doch bitte nie wieder so zu bezahlen. Anderswo ist man offener für das bargeldlose Leben. In Schweden werden selbst Kleinstbeträge beim Bäcker mit Karte gezahlt. Und die dänische Notenbank will ab 2016 gar keine neuen Banknoten mehr drucken, mangels Nachfrage. Die Deutschen hingegen wickeln weiterhin einen Großteil ihrer Geldgeschäfte mit Bargeld ab. Und nur wenige Menschen vermissen es, so wie König, mit dem Smartphone ihre Brötchen bezahlen zu können. Doch bei der Grundidee einer Welt ohne Bargeld geht es in erster Linie gar nicht mal um Bequemlichkeit. Vielmehr sollen beim Digitalgeld Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und Drogenhandel erschwert werden. Denn jede Transaktion, so zumindest die Theorie, wäre dann speicherbar und somit für Steuer- und Drogenfahnder nachvollziehbar. Der Makroökonom Daniel Stelter will dieses Argument nicht gelten lassen. Er glaubt, wer unbedingt einen Schwarzarbeiter beschäftigen möchte, der findet schon einen Weg. Wenn es keine Euro mehr gibt, dann nehme ich US-Dollar, Schweizer Franken oder norwegische Kronen. Also insofern müsste man schon weltweit das Bargeld abschaffen. Das andere ist, man geht hin und sagt, na gut, dann nehme ich eben was wie Gold. Oder ich habe andere Möglichkeiten, Bitcoins, wenn Sie an elektronisches Geld denken. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu umgehen. Seine Vermutung? Die Idee der bargeldlosen Welt hängt ursächlich mit der Finanzkrise zusammen, deren Kosten irgendwie bezahlt werden müssten. Denn wenn Geld nur noch ein Algorithmus auf einem virtuellen Konto wäre, dann könnte man dieses Geld seinen Besitzern auch auf Knopfdruck wegnehmen. Zum Geldautomaten rennen und sein Geld schnell unter der Matratze parken, das wäre dann unmöglich. Bargeld gibt mir auch Freiheit vor dem Finanzsystem. Ich bin nicht gezwungen, mein Geld bei einer Bank zu halten, mit allen Risiken, die verbunden sind, siehe Zypern, siehe Finanzkrise. Und diese Einschätzung teilen die meisten Deutschen. Fakt ist, fast niemand hierzulande möchte auf Cash verzichten. Und die Bundesbank hat schon signalisiert, Bargeld wird es in Deutschland und Europa weitergeben. Jeder soll auch in Zukunft so bezahlen können, wie er möchte. Für Tobias König heißt das, er muss hoffen, dass sich das digitale Geld in Deutschland auf freiwilliger Basis durchsetzt. Und bis das soweit ist, wird er noch einige Zeit an deutschen Supermarktkassen verbringen müssen.
Kommen wir nun von der Liebe zum Geld für die Liebe oder genauer zum Geld für den Sex. Denn um erotische Dienstleistungen, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ja, ich bin Johanna Weber und ich bin Sexarbeiterin, so nenne ich mich. Ja, wie bin ich in die Sexarbeit gekommen? Ich habe angefangen mit Mitte 20, habe in Hamburg studiert und mein Studium finanziert durch Escort und anschließend 3 Jahre Wohnungsprostitution. Und ich fand das total klasse. Also ich mag Menschen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe mich auch so ein bisschen als Erfüllungsgehilfin für Leute, die halt nicht so offen damit umgehen können. Oder für Leute, die so ein bisschen abwegige Fantasien haben. Und das macht mir total Spaß. Wenn die Prostitution verboten werden würde, würde sich die Situation für die Frauen und auch für die Männer in der Sexarbeit auf jeden Fall verschlechtern und nicht verbessern. Und es werden genau die darunter leiden, denen man eigentlich helfen will. Weil genau die Personen, die in prekären Beschäftigungssituationen sind, haben auch keine Alternative. Und die werden weiterhin in der Prostitution tätig sein. Und wie sollen sie das dann noch machen, wenn alles illegal ist? Sie halt keine Bordelle haben, wo sie arbeiten können, keinen Straßenstrich mehr. Das läuft ja alles noch viel mehr dann in dunklen Kanälen und sonst wo. Und wer organisiert das alles? Da brauchen wir dann schon wieder Mittelsmänner. In der öffentlichen Darstellung und auch Wahrnehmung ist eigentlich Prostitution gleich Zwangsprostitution. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil man da auch wieder bei seinen eigenen Emotionen ist und sich das gar nicht vorstellen kann, dass es überhaupt eine freiwillig macht. Da ist natürlich die Erklärung, die macht das unter Zwang, die kann man sich vorstellen. Die Prostitution ist nach wie vor immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, weil die ganze Sexualität immer noch ein Tabuthema ist. Wir reden den ganzen Tag über Sexualität, wir sehen auch überall nackte Frauen und Männer in der Werbung und so weiter. Aber über die eigene Sexualität redet so gut wie keiner. Und das wird immer ausgegrenzt. Und die Prostitution, die rüttelt eben daran. Man müsste sich aber mal von sich selber lösen und merken, okay, ich kann mir das für mich persönlich überhaupt nicht vorstellen, aber es scheint Menschen zu geben, die das tatsächlich können, die tatsächlich eine sexuelle Dienstleistung anbieten können und das auch in Ordnung finden. Und die da kein Problem mit haben. Und den müssen wir irgendwie mal hinkriegen, diesen Spagat zwischen dem, ich bleib jetzt mal bei mir und guck mal, bei anderen Personen ist es anders. Trotz YouTube, Instagram und Co. Das Internet ist in der Hauptsache ein Textmedium, weswegen man darin ohne Lese- und Schreibkenntnisse nur äußerst schwierig manövrieren kann. Und nicht zuletzt dieser Umstand hilft Menschen ohne Lese- und Schreibkenntnisse dabei, eben solche zu erwerben. Wie unser nächster Beitrag zeigt. Uwe Bolt ist begeisterter Taucher und gehört zu den 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten in Deutschland. Das sind Menschen, die deutlich schlechter als der Durchschnitt lesen, schreiben oder rechnen können. Für diese Menschen ist es schwer, gesellschaftlich und beruflich mitzuhalten. Denn Computer, Smartphones und das Internet gehören heute zum privaten und beruflichen Alltag. Und das sind vor allem Schriftmedien. Über 20 Jahre mogelt sich Hafenarbeiter Bolt durchs Berufsleben, verschweigt aus Scham seine Defizite beim Lesen und Schreiben. Das ist jetzt ungefähr 11 Jahre her, wie ich von einer Firma zur anderen Firma musste und dadurch anderes Arbeitsfeld, alles neu, alles computermäßig. Ja, und schon hing ich ein bisschen an den Turm, weil nur noch fast alles über EDV läuft und IT, besser gesagt. Und dadurch kam ich in eine Bredouille, dass ich da wirklich jetzt was machen musste für mich. So kann es nicht weitergehen, entscheidet Uwe Bolt. Viele Jahre nach dem Schulabschluss springt er noch einmal ins kalte Wasser, lernt noch einmal lesen und schreiben. In einem Alphabetisierungskurs der Volkshochschule. Denn nicht nur beruflich, auch privat blieben einige Wünsche auf der Strecke. Zum Beispiel ein Tauchschein. Ich wollte es schon immer eigentlich machen. Ich habe mich bloß nicht getraut, weil ich Angst davor hatte. Weil ich nicht wusste, was jetzt auf mich zukommt mit Lesen und Schreiben. In dem Alphabetisierungskurs lernt Uwe Bolt nicht nur Lesen und Schreiben. Durch die Online-Lernumgebung an der VHS macht er erste wichtige Erfahrungen mit dem PC und mit dem Internet. Die kann er auf der Arbeit gut gebrauchen. Kurze Zeit später besorgt Bolt sich einen eigenen Computer und einen Internetzugang.
dadurch, dass wir das Lernportal hatten, wo man in dem Internet ja lernen konnte, wo ich dann auch noch zu Hause lernen konnte. Und dadurch habe ich das dann für mich angenommen. Ich habe mir dann wirklich einen PC gekauft und habe dann, erst mit PC angefangen zu arbeiten, versucht zu arbeiten. Die Kombination von Offline- und Online-Lernelementen nennen Fachleute Blended Learning. Der Ansatz gilt als vielversprechend. Im Unterricht stellen die Schulen die E-Learning-Anwendungen vor. Zu Hause können die Lernenden das Wissen aus dem Unterricht am Computer festigen. Zeitlich flexibel und im eigenen Lerntempo. Trotzdem ist Blended Learning im Sprachunterricht für Erwachsene noch lange keine Selbstverständlichkeit, sagt die Sprachwissenschaftlerin Doreen Nestler. Also das gibt nicht in jeder Institution, in jeder Sprachschule, in jeder Volkshochschule Computerkabinette, sodass man auch wirklich das anbieten kann, so einen Unterricht mit digitalen Medien. Aber es gibt diesen Ansatz des Bring Your Own Device, also dass Teilnehmende auch eben ihre internetfähigen Handys mitbringen und dass man auch damit arbeitet. Denn die meisten Menschen mit Lese- und Schreibschwäche sind sehr wohl online und besitzen ein internetfähiges Gerät. Björn Schulz sieht das als Chance. Er konzipiert videobasierte Arbeitsplatzsimulationen für Analphabeten, die man über den Browser aufrufen kann. Zum Beispiel für Logistikarbeiter. Die Simulation funktioniert wie ein Computerspiel. Arbeitsabläufe werden mittels einer Geschichte erzählt. Die Lernenden lösen Aufgaben, um in der Handlung voranzukommen. Es gibt 22 Übungen oder Aufgaben in dem E-Video, die man nacheinander abarbeitet. Und jeweils danach gibt es schon ein Feedback zum konkreten Lerninhalt. Wie habe ich meine Lesefähigkeiten dort dargestellt? Wie gut waren die oder wie gut habe ich gerechnet? Das erfolgt sofort. Und dann auch schon mit dem Hinweis, wo war vielleicht ein Fehler oder auf was soll man in der Aufgabe besonders geachtet haben. So viel Spiel motiviert. Gerade weil viele funktionale Analphabeten wie Uwe Bolt keine guten Erinnerungen an den klassischen Unterricht in der Schule haben. Kranführer Uwe Bolt nutzt heute selbstverständlich bei der Arbeit den Computer, um digitale Formulare auszufüllen oder E-Mails zu verschicken. Die Rechtschreibkorrektur in Schreibprogrammen, die Autovervollständigung bei der Suchmaschinensuche oder die Spracherkennung beim Smartphone helfen ihm, seine Schwächen auszugleichen. Und auch privat hat das Internet Uwe Bolt viel Neues gebracht. Das Internet hat mich schon irgendwo nachher auch einen Weg weit geholfen, meine Ausrüstung damals zusammenzukaufen, weil die Flaschen habe ich übers Internet gekauft. Dass Uwe Bolt nun die Preise für Tauchausrüstungen vergleichen kann, ist Teil seiner persönlichen Erfolgsgeschichte. Und diese Geschichte erzählt Bolt inzwischen sogar öffentlich. Um andere Menschen zu inspirieren, um zu zeigen, dass es für Neues im Leben nie zu spät ist. Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn. Arthur Schopenhauer. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.